Willkommen auf meinem Kanal für ein neues Reaction-Video. Und zwar schauen wir in das Video von Rezo rein. Eure krassen Talente mit Rezo und Julian Bam. Auf geht's. Boah, das ist übelst schon gewesen. Du bist wirklich der Aachener Link? Ja. Was? Hä? Aber Rezo, du hast meine DMs gelesen und nicht geantwortet. Entschuldigung. Ey, was für ein Format war das? Weiß es jemand? War das irgendwie live auf irgendeinem Discord oder irgendwie Live-Chat? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, willkommen zu einer noch nie dagewesenen Talentshow. Also Talentshow ist wirklich komplett neues Format gefühlt. Ich weiß nicht, ob auf YouTube generell oder hier zumindest. Heute. Also klar, obviously gibt es schon im Fernsehen und so zu Genüge, aber so auf YouTube kann ich mich nicht erinnern, jemals sowas gesehen zu haben. Können Sie Gewinne gewinnen? Bis zu 10. Gibt's aber safe auch. 1000 Euro. Ist das so? Wenn du das bezahlst. 0 Euro dann. Die große Talentshow beginnt. Die erste Person, die jetzt hier reinkommt, ist Vivian. Vivian, wie geht's dir? Mir geht's super. Okay, scheinbar war diese Talentshow halt ein Live-Talk einfach. Es waren jetzt nicht einfach nur Videos, die zugeschickt wurden, sondern es war live. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier jetzt passieren wird. Danke, ich hoffe euch auch. Ja, uns geht's auch super. Woher kommst du? Aus Niederbayern, Nähe München. Cool. Wir sehen, du hast ein Instrument auf dir liegen. Du kannst was spielen. Ich hab's mir selber beigebracht, aber mal schauen. Vielleicht reicht's ja aus, um euch davon zu überzeugen. Let's go. Ich freue mich drauf. Oha, warum hört sich das so strong an? We knew we get there someday, they said, wow. Alle Hände hoch jetzt. Sehr comfy. Alle, die zu Hause sind, zuhören. Hände hoch. Applaus. Strong, sehr strong. Wirklich. Erste Kandidatin. Sehr strong. Weggeflasht. Ich glaube, da war bei 1 Minute 32 ein schiefer Ton, aber sonst habe ich keine schiefen Töne gehört. Höchstens einer. Ich arbeite noch dran. Aber auch sehr schön, dass aber voll gut, wirklich. Das mit dem Switchen in die Kopfstimme teilweise für einzelne Töne. Also wirklich strong. Wirklich viele, viele strong Aspekte daran. Ja, cool, und, dass ihr sowas macht. Danke. Und bis ganz, ganz bald. Hoffentlich. Ja. Bis dann, tschüss. Sie ist im Recall scheinbar. Bis dann, ciao. Pavlina ist als nächstes dran. Wir hören uns doppelt. Ach, du hast uns auf den Lautsprechern? Wenn es leise genug ist, vielleicht passt es euch ja. Okay, ja, das passt schon. Was, Pavlina, möchtest du zeigen? Mein Talent ist es, Pikachu nachzumachen. Mein Gott. Okay. Was, ich bin sehr gespannt. Die Nägel sind schon auch angepasst. Stimmt, deine Nails. Danke. Okay. Pika, Pika, Pikachu, Pika. Ja, hört sich schon legit an, würde ich sagen. Das klingt halt wirklich genauso. Das ist mega geil. Kannst du noch ein anderes Pokémon? Onix. Nein, leider nicht. Das war auch das einzige Talent, was mich irgendwie dazu gebracht hat, dass ich damals bei Gronkh der Gamescom auf die Bühne durfte. Pavlina, vielen lieben Dank, dass du am Start warst. Das war sehr, sehr cool. Danke, dass ihr die Aktion macht. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt kommt... Echt chillig, wirklich. Salome, Entschuldigung. Hallo. 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 Ein Moment. Der Moment ist vorbei. Sorry. Hi. Hallo. Ja, geil. Brennt was bei dir? Ja, ich wollte auch. Also es sieht schon übel danach aus, dass so eine lodernde Flamme im Background. Also wegen dem flackernden Licht. Ja, mein Talent. Ich mach Swinging mit Fackeln. Oh, sie brennt wirklich. Entschuldigung, also deine. Alter. Das war richtig. Hä, aber es ist einfach in einer normalen Wohnung drin, oder was? Richtig. Boah. Genau. Ich dachte, es war jetzt einfach so ein Ego-Ding. Vielleicht, ich dachte, du hättest irgendwie welche Kerzen an und er fragt, brennt was in deiner Wohnung? Ja, mein Talent. Wegen des Lichtes, das da so flackert. Bist du draußen, Jan? Okay, dann ist ja alles okay. Ich bin draußen. Okay. Ah, okay. Es sieht irgendwie so draußen, als ob sie in einem Zimmer drin wäre. Genau. Da wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, was ich so kann. Ey, bitte tu dir nichts. Alles gut. Ey, bitte nicht, Alter. Wenn sie stirbt, wenn das wäre so. Ich habe das ja auch einmal ganz kurz gemacht bei mir im Garten.
ist das nicht heiß? Spürst du so heiß? Es gibt mir irgendwie ein bisschen TikTok-Vibes, ich weiß auch nicht. So heiß. Also ich habe auf TikTok schon voll auf solche Videos gesehen. Feuer! Ganz kurz, ist das nicht sauwarm? Aber krass. Also, wenn man das senkrecht nach unten hält, wird's warm, ja. Ja, aber ich meine, du... Also ich würde mich das nicht trauen. Du hast sie die ganze Zeit um den Kopf rum. Ja, also ich friere nicht, obwohl es draußen kühl ist. Das ist schon ganz praktisch. Ich habe es einmal auch gemacht gehabt im Garten. Da hatte ich auch so ein paar Stab in der Hand gehabt, aber auch diese zwei Dinger. Das war so heiß einfach. Ist Feuer, ja. Ja. Liebe Salome, das war wirklich ganz hervorragend. Ich hoffe, du wirst dich niemals anzünden. Ich hoffe, du wirst dabei nicht sterben. Kann man noch äußern. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und hoffe, dass du nicht sterben wirst. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Sympathisch von Reese auf jeden Fall. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr, sehr strong. Oh, was war das denn? Abgang? Null. Finisher-Move. Das war ein Abgang. Ja, man muss sie ja so ausmachen halt. Ne? Ja. Bitte, Rezo, deine Stimme ist wie Limette im Wasser. Boah, und jetzt kommt die krasseste Überleitung. Du sagst, meine Stimme ist wie Limette im Wasser. Erstmal keine Ahnung, was das heißt. Aber meinst du sowas wie Sirup? Mate Limette. Was ich mir hier jetzt reintun kann. Das ist leer. Es war jetzt natürlich für den dramaturgischen Effekt nicht gut, dass das leer war. Aber dann nehme ich einfach Peach-Eistee. Was ich mir jetzt hier reintue, ist praktisch wie Limette. Also das war ja wohl perfekt. Weiß gar nicht, wie man das noch besser machen kann. T-Nex ist Zeynep. Könnt ihr mich hören? Ja. Hi, 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 hi. Was geht? Zeynep, hallo. Was willst du uns zeigen? Ich tanze heute. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Du tanzt, okay. Oh, du tanzt. Ja, ich tanze. Wahrscheinlich Breakdance jetzt, oder? Ist ja richtig so ein Juror für Tanzen. Ja, ja. Du warst sogar richtig mal ein Juror für Tanzen. Ich glaube, du hast dir den falschen Tag ausgesucht. Ja, das wird hart jetzt. Aber du machst jetzt nicht so König Thomas Tanz, oder? Oh mein Gott, imagine, bitte nicht. Nee, das wollen wir nicht. Aber Rezo, du hast meine DMs gelesen und nicht geantwortet. Das ist left on read. Entschuldigung. Ja, war schon ein bisschen nervös. Erstmal noch gut geroastet worden, bevor das Talent gezeigt wird. Strong. Ey, Zeynep, das war voll gut. Das ist ja krass, ja. Das war voll strong. Ja, mega. Also ist krass, dass du erstmal jeden jetzt kommt das Review hier von Ju. Song genommen hättest. Hätte man jetzt einen anderen Song genommen, du hättest ihn einfach wahrscheinlich, ich hätte trotzdem was krasses wahrscheinlich drauf gefreestylt. Du bist Freestyle-Tänzerin, du bist wahrscheinlich auch so auf Zimmertänzerin, du tanzt einfach im Zimmer. Aber es ist krass, wie der ganze Körper mit. Es kommt schon wirklich wie der übelste Juror rüber. Macht auf jeden Fall die Juror. Waves, die du machst, die gehen von oben bis unten, aber in jede Richtung gleichzeitig. Krasser Ausdruck, auch wenn das so klein ist, das Bild. Krasse Attitude auf jeden Fall. Ist das nicht schön? Das ist. Sehr strong, ohne Scheiß. Dankeschön. Bis dann, tschüss. Kennst du aus Legend of Zelda, Link? Ja. Ja, die kommt jetzt, die Person. Okay. Wirklich Link. In Aachen ganz bekannt, der Herr. Stimmt, manchmal bei AC Bushof. Stimmt, ich habe das so in irgendeinem, ich weiß nicht, wo ich es mitbekommen habe, in einem Video oder im Podcast, wo sie gemeint haben, dass durch Aachen immer jemand als Link rumläuft. Memes, läuft wirklich ein Link rum. Ey, du läufst ja jeden Tag so rum, oder? Ja. Du bist wirklich der Aachener Link? Ja. Hä? Junge, er gönnt sich. Er ist der Aachener Link? Ja, sag ich doch. So. Ey, du hast ihn direkt erkannt? Ja, natürlich. Ey, vor allem muss ganz ehrlich sagen, das Cosplay sieht dann echt nicht mal schlecht aus. Natürlich. Hä, es gibt in Aachen einen Chat, das muss man kurz erklären an der Stelle. Es gibt in Aachen wirklich so einen Link. Das sieht halt schon strong aus irgendwie, ich weiß nicht. Hey, crazy. Jeder kennt Link Aachen. Okay. Ey, Link, Strong. Linker TikTok. Aber kannst du auch was zeigen irgendwie? Ja. Ocarina spielen. Let's go. Wie nice. Junge. Geil. Einfach Kindheit. Ey, ohne Scheiß, Link, das war sehr, sehr strong. Ja, alle im Chat feiern dich sehr. Ey, Link, vielen, vielen Dank. Ey, vielleicht sieht man sich irgendwann mal. Gerne. Dann dir noch einen wunderschönen Abend. Schön. Mach es gut. Tschüss. Richtig lustig, dass du es ins Format reingeschafft hast. Ciao. Vielen Dank. Aachen ist crazy. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Hört ihr mich? Ja.
Oha, bester Drip. Hast du ein Baby-Yoda dahin? Ja, das ist. Ich komme aus Österreich, das habe ich bei so einem Spielautomaten in Kärnten gewonnen. Ah, Österreich, voll Leibern. Ja. Was bringst du uns heute mit? Könnt ihr entscheiden, entweder Stitch oder Shiggy. Oder ich mache beides, weil, ja, Synchronstimme halt. Aber ich bin keine Synchronsprecherin. First of all, I'm not a rapper. Stitch dann. Ja, beides, aber erst beides. Stitch. Okay, erst Stitch. Okay. Hallo, hallo Stitch. How are you? Sag mal. Okay, das ist krass. Also ich habe in Erinnerung, dass ich es wirklich genauso angehört hat. Wieso? Du siehst heute extrem klein aus. Wieso? Du siehst heute echt extrem klein aus. Okay, und jetzt. Wie kann man seine Stimme so krass verstellen, ey? Das ist krass. Siggi. Okay. Siggi! Geil. Ey, vielen, vielen, vielen Dank. Das war's schon. Ey, ich soll noch was sagen. Ja. Ich soll noch was sagen. Chu, du sollst Rezo mal wieder anpissen. Mal wieder anpissen? Ich dachte, das ist eine Mal. Hä? Was hab ich verpasst? Was hab ich verpasst? Hä? Das ist eine reicht wirklich. Hä, was habe ich verpasst? Wurde das in einem Podcast erwähnt oder in einem Video? Oder habe ich das vielleicht sogar gesehen und hast du einfach vergessen? Connection fehlt da so ein bisschen zu. Ich bin hier gerne an. Ja, Anna, vielen lieben Dank. Dir noch einen schönen Abend und bis dann, ne? Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Ey, ich finde es so nice, dass es diese Bandbreite gibt. Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. Kannst du mal sagen, Wieso sieht sehr groß aus. Wieso sieht sehr klein aus. Als nächstes haben wir Anna-Sophie. Hey, wie ihr seht, ich bin eine Sängerin. Ich habe zwei Vorschläge für euch. Einmal My Heart Will Go On von Celine Dion oder Frozen 2, also Into the Unknown. Ihr könnt euch entscheiden. Ja. Boah, schwierig. Dann lass Frozen nehmen. Okay, Frozen. Ich hätte auch eher Frozen gesagt. Okay. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Nice. Boah, das ist übelst schon gewesen. Dein Vibrato ist ja clean. As hell. Also es ist ja wow einfach. Übel strong. Wenn dein Vibrato schwingt, schwingen hier alle Gläser gefühlt. Boah, ich bin ein richtiger Juror geworden. Aber das klang so krass. Also es klang wie schon abgemischt, gemelodyne, was auch immer. Ja. Also so clean, unglaublich. Also ich finde es auch krass, dass sich das so gut anhört, obwohl das über Internet einfach ist und über Livestream. Richtig krass. Ist wirklich, wow. Also und das ist gar nicht so leicht, das so zu belten und dann genau on point auf den Tönen zu sein. So. Und also ich tue mich da ein bisschen schwer, es hat sich auf jeden Fall gut angehört, ich tue mich da bloß ein bisschen schwer, irgendwie was zu raten, weil ich so von musikalisch gar keinen Plan habe. Ich bin so ein richtiger Plepp, was das angeht und ich habe von der Hälfte den Fachbegriffen, die sie hier droppen, nicht mal eine Ahnung. Also, I don't know. Auf jeden Fall hat sich's gut angehört. Du landest direkt drauf, sehr strong. Dankeschön. Wow. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Mach das immer weiter. Ja. Mach ich. Und wenn du mal so einen Fernsehauftritt hast, dann grüß mal. Genau, sag, wir haben dich groß gemacht. Genau, sag, wir haben dich groß gemacht, ja. Mach ich. Ich hoffe, dass ich aufs Video komme. Ja, bestimmt. Super krass, aber wer weiß schon. Vielleicht gibt es da noch krassere Leute, die noch kommen. Ja, wir sind tatsächlich die krassesten. Ja, genau. Wir bleiben nachher im Video. Wir singen gleich uns gegenseitig noch was zu. Dann dir noch einen wunderschönen Abend. Ja, euch auch. Und bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's mit dem ersten Teil. YouTube, bald kommt der zweite Teil. Genau, nice. Der wird dann bei mir hochgeladen. Achso, nee, ne? War nicht so, okay. Doch nicht. Sehr gutes Video von Rezo. Lasst ihm gerne einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.